Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale. Und ich habe ja das letzte Mal gesagt, entweder ich mache das mit der Schmiedin, weil es so spannend ist und zeige euch das. Das wollte ich doch schon eigentlich mit euch zusammen erlebt haben. Oder es geht halt direkt weiter, da wo wir zuletzt waren. Und ich habe mich dazu entschieden, nochmal rauszugehen, weil wir ja eh noch am Anfang waren in diesem neuen Gebiet, was wir entdeckt hatten. Das ist ja die Hauptquest auch, die weitergeht. Aber das mit der Schmiedin hatten wir noch gar nicht gemacht. Das hat sich viel zu lange hingezogen, weil wir halt diesen Teleporterstein oder was das war noch nicht gefunden haben. Das war hier bei der Schmied, genau. Und da sollten wir ein besonderes Gerät finden im Wald von Abades. Und hier bin ich jetzt die ganze Zeit rumgelaufen. Also es wäre sehr langweilig gewesen, weil ich echt ein bisschen suchen musste, bis ich das jetzt gefunden habe, wo ich eigentlich noch nicht war. Und habe gerade mit dieser blauen Bombe den Weg freigebombt und bin jetzt hier angekommen. Und ich denke, das wird dieses Gerät sein, was wir brauchen. Und da schauen wir doch mal, ob wir dann mit ihr in Kontakt treten können. Hello? Hello, can you hear me? Haley, is that you? Oh. From beyond the grave! Entschuldigung, hab gerade übersprungen. Jenseits des Grabes, wie cool. Ja, wir können jetzt mit ihr kommunizieren. Ja, endlich. Yeah, and it seems to be working. That's great. Now, if you ever need to craft an item, you can do it directly from your inventory. Now, Dust, this doesn't mean I don't want you coming up to visit me in person. But at least I can keep an eye on you and help you out whenever you need me. Yeah, cool. Sure, Haley. I really appreciate the help. Die Haley mag den Dust ja auch. Nicht vergessen. Yippie. Ja, das hat auch echt viel zu lange gedauert. Jetzt frage ich mich, wie geht denn das überhaupt? Also wir haben ja so viel gesammelt seitdem. Wir könnten ja jetzt alles Mögliche herstellen. Diese ganzen Sachen hier, können wir das denn jetzt machen? Jetzt habe ich gerade ein bisschen Geld ausgegeben, habe wieder für Lebensmittel. Aber wir könnten ja jetzt hier richtig coole Sachen uns machen lassen. Die besten, die wir haben. Prinzipiell. Verteidigung ist gut. Angriff ist natürlich noch besser, aber ich denke, dass Rüstung ja nur für Verteidigung gerade ist. Deswegen gucken wir mal, was am meisten hergibt. 373. Dann nehmen wir doch das mal. Das wäre dann die Spektralweste, eine warme Weste mit fragwürdigen physikalischen Eigenschaften, die aber deine Defensivkraft stärkt. Plus 2 Regen, plus 150 Verteidigung, plus 6 Glück. Aber wir haben wir dafür genug Geld? Kann sie das machen? Was fehlt uns dafür? Ach so, weil wir einfach nicht genug Gold haben. Aber lieber Gold, als dass ich irgendwelche Sachen sammeln muss. Preis 3750, hä? Und ich habe 394, okay. Das kriegen wir aber schnell zusammen. Das sieht jetzt viel aus, das ist aber super schnell immer zusammengewürfelt. Bei so vielen Gegnern sammeln wir eine Menge Gold nebenbei immer ein. Ja, das ist in Ordnung. Okay, dann gucken wir mal so... Nee, warte, lass das mal. Jetzt können wir ja richtig mal schauen, was wir machen wollen. Hier haben wir auch immer so Sachen... Keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Das kann man hier einfach immer so auswählen. Aber ich denke... Ja, das ist auch so eine Sache, die ich gefunden hatte, während ich jetzt offline sehr viel rumgelaufen, gekämpft hatte. Das mache ich. Ich mache halt die kleinen Quests nicht mit euch zusammen. Ich finde, das ist dann so viel Kämpferei und so ein bisschen nur immer von Story her, dass ich das dann halt immer lasse und euch dann im Nachhinein erzähle. Und ja, hab jetzt aber immer mal so Sachen bekommen und eingesammelt, von denen ich selber keine Ahnung habe. Satan. Ein Fluch, bei dem sich deine Feinde wünschen werden, dir nie über den Weg gelaufen zu sein. Das ist aber nicht schlecht. Man könnte das alles sich halt irgendwie machen lassen. Aber wie setze ich denn diese Sachen ein? Das sind irgendwie so Zusatzgeschichten. Keine Ahnung. Verstehe ich noch nicht ganz. Wir haben auf jeden Fall aber eigentlich alle Resonanzsteine jetzt. Das ist auch sehr gut. Und nie... Und auch diese Geschichten hier, Ringe, können wir uns auch natürlich machen lassen. Kostet natürlich alles viel. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Geld scheffeln.
Und dann, ja. Dann nach und nach unsere Rüstung natürlich verbessern. Jetzt würde ich sagen, gehe ich aber erstmal raus, wieder so gut ich kann. Wir wollen wieder hinaus, den Weg zurück. Fidget ist übrigens sehr, sehr stark mittlerweile, finde ich. Was ich sehr praktisch finde. Dann muss man selber nicht so viel machen. Man kommt einfach schneller durch, finde ich. Ach, wenn man immer einen übersieht, zerbricht die blöde Kette immer. Voll doof. Ja, und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Ja, wir speichern natürlich. Hier geht's übrigens auch hoch. Das Problem, was ich hier aber habe, ist, kann ich euch ja mal zeigen, ist hier oben ist so ein Sturm und da komme ich nicht durch. Sogar Fidget fliegt mir hier voll an die Seite und da komme ich einfach nicht vorbei. Habe ich schon ausprobiert. Muss ich nochmal irgendwann dann versuchen. Da unten war ich auch schon. Da, wo die Schleimer jetzt sind. Ja, da bin ich auch schon lang gelaufen und ja, hab da auch wieder irgendwelche Sachen gefunden. Ja, ich weiß, was ich da gefunden habe. Da habe ich den, da habe ich so einen Typen im, so eine Ente, die wie Donald Duck ähnlich aussieht, habe ich gerettet. Aus so einem Käfig. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber in Schlammingen, ich glaube, das war in Schlammingen, da war so ein, irgendjemand war da in so einem Käfig gesperrt. Und wir hatten aber nicht genug Schlüssel, weil man braucht für so einen Käfig 4 Schlüssel. Und ich dachte, dass das der einzige Ort wäre, wo so jemand eingesperrt ist. Aber nein, da unten in diesem Viereck auf der Karte, ne, wo sieht man ja, das war vorher nicht auf der Karte, da habe ich diese komische Ente befreit. Und auch eine Errungenschaft dafür bekommen. Falls ihr wissen wollt, wie sie aussieht, ich habe einen Screenshot bereit für Facebook. Da könnt ihr euch das sonst auch nochmal angucken. Weil ich das ja jetzt nicht aufgenommen habe. So. Ist so cool, wenn Fidget alle platt macht. Macht echt Spaß. Ja, in dieser Gegend war ich mit euch, glaube ich, auch noch nicht. Aber wir kommen dem Ausgang näher. Ich muss mich halt mehr links halten wieder. Ach, Fidget ist so cool. Ach, allein diese Feuerattacken ist der Hammer. Die macht echt alles platt. Die brennt uns alles nieder hier. Und so sammeln wir weiter unser Geld. Das ist doch schön. Und ein Upgrade haben wir bestimmt auch bald wieder. Und da sind wir auch schon draußen. So, jetzt gehe ich mit euch natürlich nochmal dahin, wo wir waren. Wir haben ja dieses neue Örtchen entdeckt. Die Weihestätte wäre das auch, aber das Schwarzmoorgebiet. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. War das hier? Nee, nö. Aber es sieht auch interessant aus. Das gucken wir uns dann noch an. Ich glaube, hier wollten wir hin. Jawohl.
Das war der Ort, wo ich im letzten Part aufgehört hatte. Hier geht's jetzt weiter. Denn wir wollen ja wissen, was hier so ist. Ne? Ja, wollen wir. Ein Speicher schon. Das Schwarzmoorgebirge, Schwarzmoorberge, Schwarzmoorberge. Schön. Das sieht ja toll hier aus. Ich glaube, gegen Feuer sind die nicht so immun. Oh, oh, die sind aber deutlich stärker hier. Alles klar. Wir sind nicht mehr im einfachen Gebiet. Das merke ich doch sofort, dass die hier stärker sind. Levelaufstieg, was habe ich gesagt? Natürlich. So, ja, wir kommen natürlich immer besser voran. Fidget ist ziemlich weit vorne, deswegen gebe ich uns mal wieder ein bisschen Angriff. Finde ich gut, denn den brauchen wir hier wieder mehr. Sieht total schön aus, so winterlich. Finde, das passt jetzt ganz toll in die Zeit. Nur, dass hier alles zusammenstürzt irgendwie. Oh, eine Notiz. Die möchte ich lesen. Unheimliche Biegung. Ich habe diese Klettertour nur einmal unternommen, aber ich weiß nicht, ob ich jemals dorthin zurückkehren möchte. Ich hatte das Gefühl, dass etwas mit meinen Augen nicht stimmt. Es war so tückisch und starr. Oder war es stückig und bizarr? Klingt merkwürdig. Und jetzt schneit es hier auch richtig stark, sodass man kaum was erkennen kann. Aber es sieht toll aus. Macht Spaß. Oh. Looks like the snow hasn't fully settled yet. We should be careful. The slightest wrong move could set off another avalanche. Don't look at me. You're the one who can't fly. Yes, but you're the one with the big mouth. Hey! Oh, Fidget hat mal eben eine Lawine ausgelöst. Ja, Fidget. Nicht so gut. Ein Schlüssel eingesammelt ist auch natürlich gut. Muss ich zwar nochmal nach oben gehen, aber kein Problem. Oh, was ist denn hier los? Okay. Yay. Cool. Wo bringt uns das Ding hin? Ah. Toll. Finde ich cool. Das war klar. Ich schaff's natürlich wieder nicht. Was soll ich zerbomben? Her mit dem Gold. Ich wechsle sonst mal auf Blitz. Vielleicht hilft es ja doch mehr. Ist vielleicht auch eine stärkere Attacke. Ich weiß es nicht. Was gab es denn jetzt hier zum Zerbomben? Thank you.
Er ist nicht rechtzeitig nach links gelaufen. Die Musik ist auch total cool. Ach, das finde ich ja cool, dass das jetzt so in diese weihnachtliche Winterzeit passt irgendwie. So. Ja, speichern und so. Hallo? Nein! Ist viel zu nah dran gewesen. Ach, jetzt kommt das Speichern, ja? Haha. Naja, du hast dich verbrannt. Ich glaube, das ist in der kalten Gegend hier nicht so schlimm. Was? Das war's. Yeah, take that. Mimi. Don't hold back, Fidget. Cool. Neue Fertigkeit erworben. Ach ja, cool. Stimmt, Doppelsprung verfügbar. Drück in der Luft A, um einen zweiten Sprung auszuführen. Ja. Na endlich. Ach cool. Das ist ja toll. Und jetzt komme ich hier oben lang. Aha. Ah, oh, wir können jetzt richtig weit springen. Yeah. Wie, als könnten wir noch mal kurz fliegen oder so. Das finde ich ja toll. Wir Springer, wir. Wie ein Engel, Dust. Wie ein Engel. Da wir auch diese Fähigkeit haben, können wir jetzt hier hochklettern. Oh, ich kann schon sagen, wir sind ziemlich stark geworden. Echt coole Sache. Wenn wir jetzt noch genug Kohle sammeln und unsere Rüstung aufbessern. Er stirbt da unten. Okay, er ist da reingefallen. Finde ich auch gut. Ich kann jetzt fast mit Fidget mithalten, sozusagen. Ja, wenn ihr mich da nicht runtergekickt hättet, hätte ich es geschafft. Was habe ich denn jetzt noch eingesammelt? Auch gut. War zwar gar nicht geplant, aber wir nehmen alles mit. Ah, hier ist eine Schatzkiste. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo die sein soll. Und bekommen ganz viele tolle Sachen. Ring des Wissens zum Beispiel. Können wir uns jetzt auch bauen lassen. Und hier durch die Gegend fliegen. Und so weiter und so fort. Aber wie komme ich hier wieder weg? Ah. Ja. Ich will aber runter. Eventuell. Zum Beispiel nach links. Wieder. Wir laufen natürlich trotzdem noch. Und noch eine Kiste. Sehr gut. Wir kommen gut voran hier. Schöne Gegend. Vor allem, weil ich sie nicht so lästig finde mit so 1000 blöden Gegnern. Schneeanzugbauplan. Auch toll. Lassen wir uns doch einfach mal hier fallen. Wenn hier schon Schlüssel ist. Aber wozu ist die Frucht da?
okay. Noch kommt sie mit. Noch ist sie bei mir, auch wenn ich nicht weiß, was ich mit ihr hier soll. Sorry, Dust. I don't think you're double jumping over that. Stupid avalanches ruin everything. Go ahead, name me one good thing an avalanche has ever done. Well, now that you mention it, this might be a crazy idea, but maybe we can clear some of the snow off of that mountainside. You mean make another avalanche? That's the idea, yes. You're crazy. I love it. Really? Do I need to be the voice of caution here? Need I explain how creating an avalanche puts us all in danger? It's really the only way, Aura. Yeah, Aura, it really is. Is it? It is. Very well. Let's do this thing! Yay! Machen wir eine Lawine. Oder so. Vor der wir bestimmt jetzt weglaufen müssen oder so. Jetzt geht's bestimmt voll los hier. Well, that did something. It sure did. You know what I'm thinking? I'm thinking we find another one. Mhm. Huh? That obviously wasn't enough. We need to break more pillars. Fidget, I think the bitter cold is creating lapses in your judgment. That is ridiculous. I'm perfectly... perfectly... Sie ist so süß. Ach, ich habe ja meine Dings immer noch bei mir, oder was? Auch nicht schlecht. Gut. Jetzt geht's hier los. Dust, be careful. Watch overhead. The snow is not the only thing you are shaking loose. Mhm. Bist jetzt gut durchgekommen? Juhu! Geschafft! Aua, das war nicht so gut. Boah. Vielleicht sollte ich da nicht gerade reinspringen. Hier soll eine Schatzkiste sein oder so? That's two. Ja. Fidget. We really should get you someplace warm, Fidget. I think you're coming down with something. Never! Die ist doch so geil, ey. Was ist, wenn ich hier mitfahre? Haha, ich wusste es doch. Irgendwas ist da unten noch. So. Oh. Wer ist er denn? Oh.
Der ist schon etwas schwieriger, merke ich gerade so. So wie alle hier. Schnell! So schnell! Jawohl. Die sind aber auch echt eine Nummer hier für sich. Oh nein! Stein der Wiedergeburt eingesetzt. Was? Okay. Aber ich wollte den Stein gar nicht eingesetzt haben. Okay, ich habe den Stein der Wiedergeburt eingesetzt. Okay. Das wollte ich doch gar nicht. Voll komisch. I am here to... Hi, na, hallo. Der hat übrigens das letzte Mal, wo ich nicht jetzt aufgenommen hatte und offline gespielt habe, auch wieder irgendwas erzählt und mit seinem wirren Gerede über jemanden und was weiß ich nicht was, keine Ahnung. Habe ich nicht alles verstanden, aber ist ja auch egal. Die Auflösung erfahren wir bestimmt irgendwann mal. Oh. Okay, immerhin haben wir diese drei Eisfrauen schnell hingekriegt. Hier brauchen wir, ja, wieder so ein Ding. Kriege ich von denen da oben? Wieso geht denn das jetzt nicht mit dem Springen wieder? Eine Kiste und dann mache ich das Türchen auf und das war's dann auch gleich. Viele Geschenke! Komm her, du Ding. Has been stirred by your actions. Uh-oh. Let's not keep it waiting then. Nee, wollen wir nicht. Ich laufe mal eben zurück, weil ich dann hier speichere nochmal. Och, du schon wieder. Genau, hier speichere ich und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Dust in Illusion Tale. Das war doch mal ein schöner Part, wie ich finde. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.